glaube ich zumindest. Ich glaub, die sollen zur Konsole. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich hau die jetzt einfach mal da zur Konsole hin. Vielleicht ein bisschen was zurück. So. Nee, noch ein bisschen weiter. So. Jetzt glaube ich, sind die so ziemlich gleich weit auseinander. Hoffe ich mal zumindest. Bei vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Ja, ich glaube, so passt das ungefähr. So, Reflektorlampe. Eine Reflektor. Ah, darum ist schon eine. Okay, dann bauen wir die da gleich direkt daneben. Rotierbarer Monitor. Raops. Ein Monitor, der rotieren kann. Gut, das ist immer gut, wenn man einen rotierbaren Monitor hat. Ah ja, genau. Den kann man hochkant und quer stellen. Nicht schlecht. Das ist immer gut. So, dann haben wir hier Oh, schön. Dann haben wir hier die Tastatur. Ein kleiner Glaskühlschrank. Ah, eine Minibar also. Er will eine Minibar haben. Gut, die Minibar können wir da drauf tun, ne? Kleine Minibar, ne? Da kann er da sitzen und kann nebenbei sich was rausnehmen aus der Minibar. Und Stuhl Gilbert. Gilbert! So, dann haben wir den Stuhl dahin. Es fehlt eigentlich nur noch eine Maus, ne? Aber da schauen wir dann, wie wir dann am Ende noch Geld haben. Dann können wir da zur Not noch eine Maus hinstellen. Ein Gaming-Rechner wird sich da wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, dann vom Geld her. Aber schauen wir mal. Wandfliesen legen. Industrieller, dunkelgrauer, glatter Beton. Genau. Da müssen wir uns überlegen, wo knallen wir den am besten hin? Wo tun wir den am besten hin? Ich würde den ja tatsächlich auf die Seite geben. Auf die Seite, wo der Kamin ist. Da würde ich den tatsächlich hin tun. So. So, passt. Dann haben wir den da hingetan. So, der Kamin muss ein bisschen weiter nach links, weil der war nicht gerade mittig platziert. So. Jawohl, sehr gut. Passt, dann haben wir da beim Kamin diese Beton-Dinger. Und das passt. So, weg damit. So, wir haben noch 9041,62 Euro zur Verfügung. Das ist es nicht sonderlich viel. Ich hoffe, es geht sich alles aus. Aha. Waschbecken mit Schrank Prisma entfernen. Das hier, Wasserinstallation der Badewanne. Standardbreite Badewanne, so. Alles weg. Streiche mit den Farben leicht cremig. Und Wandfliesen legen tiefgraues Porzellanmosaik. Okay. Dann machen wir das hier erstmal. So, ich glaube, das soll ja hier drauf wahrscheinlich. So. Ich hoffe, es geht sich aus. Nein, das geht sich nicht ganz aus. Verdammt.
Ah, okay, gut. Dann müssen wir kurz nochmal hier und da nochmal. So. So, dann können wir das wieder verkaufen. Streiche mit den Farben leicht cremig. Was ist das hier? So. Moment, machen wir da mal Licht an. Huiuiui, ganz schön hell. So. So. Malen wir hier mal schön aus. Ich hoffe, das ist auch so gewollt, dass wir hier ausmalen. So. Passt. Dann ist das hier schön hell. Freeze! Danke. So. Okay, dann stellen wir das wieder raus. Hängewaschbecken. Lamont. Hängewaschbecken. Ui. Okay. Das ist sowas. So ein Teil. So. Dann hauen wir da mal das Hängewaschbecken rein. So. Zack. Haben wir ein Hängewaschbecken drin. Eine Duschinstallation. Was für eine Dusche kommt da rein? Kommt da wieder so eine Eckdusche rein? Wenn ja, dann. Ja, komm. Lass uns die da anbringen, in die Ecke. Wenn es eine Eckdusche ist. Ja, Eckdusche Eli. Ja, genau. Es ist eine Eckdusche. Dann passt die perfekt da rein. So. Zack. Kommt hier eine Eckdusche rein. Die ist aber auch sauteuer. Die ist sauteuer, diese Eckdusche. Also. Ich möchte nicht wissen, wie viel die jetzt gekostet hat. Toilettenpapierhalter. Ja. Der Toilettenpapierhalter. Der kommt aber direkt da daneben hin. Und Spiegel. Ein Spiegel namens Lamont. Der kommt dahin. So, ne? Ah, okay. Hat doch gepasst vorhin. Perfekt. Das ist wichtig. So, gut. Dann haben wir das Badezimmer auch fertig. Moment. Licht ausschalten, nicht vergessen. Erstmal Strom sparen. So. Entschuldigung, dass ich so ein Ordnungsfanatiker bin, aber das muss so. Das muss einfach so. So, okay. Dann sind wir hier fertig. Dann, was haben wir hier? Hoppala. Was kommt denn hier rein? Decklampe, Tube entfernen. Zack, elektrischer Biokamin. Weg damit. So, Schreibtisch Kataxo. Kataxo. Der Schreibtisch Kataxo. Wo haben wir denn den rein? Passt der dahin? Oder haben wir den direkt da zum Fenster? Ich weiß es nicht. Elektrokamin. Nein, nicht schon wieder ein Elektrokamin. Mann, die sind doch sau teuer, die Dinger. 502 Euro schon wieder. Mann, die Dinger sind doch sau teuer. Und warum Elektrokamin? Das ist doch unten kein echtes Feuer da drin. So, dunkles Sofa Harper. Oh mein Gott. Okay, dann würde ich tatsächlich. Dann würde ich tatsächlich. Warte mal. So. Ja, dann machen wir es. Warte. So. Beine machen wir auch in schwarz. So.
sag. Machen wir da eine Couch hin. So, einen Schrank mit Glastür. 4 Stück. Bitte was? 4 Stück? Wie sollen sich denn 4 Stück da ausgehen? Okay. Okay, haben die berechnet, wie viel Platz hier in dem Zimmer ist? Da müssen wir den Kamin allerdings wieder woanders hin tun. Hauen wir den erstmal dahin. Oder aber wir hauen den Kamin hier hin. Sollen den Kamin dahin hauen. Nee, wartet mal. Wartet. Nee, wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Wir hauen hier die Schränke hin. Wir hauen hier die Schränke hin. So, wenn da tatsächlich 4 Schränke hin sollen, dann machen wir hier die Schränke hin, dann hat er da eine Nische mit allen Schränken. Dann kommt der Kamin. Kommt dann dahin und die Couch können wir hier hinstellen am besten. So. Genau. Dann haben wir da nämlich auch noch den Kamin. Genau. Und wenn man da dann sitzt, hat man schön gemütlich warm. Also gut, wenn der Wärme ausstrahlen würde, aber das macht er ja wahrscheinlich nicht. So, Retrosessel. Ein Retrosessel in dunklen Farben. Warum ausgerechnet in dunklen Farben? Das verstehe ich nicht ganz. In dunklen Farben. Und dann stellen wir den einen mal dahin. Und die beiden anderen. Bei den anderen könnten wir. Einmal hier. Und einmal da hinstellen, so. Ne, dann haben wir da eine gemütliche Sitzecke, während da einer auch sitzen kann, beim PC. Oder bei der Arbeit, was auch immer, keine Ahnung. Hohes dunkles Bücherregal Mima. Oh Gott, wo soll denn das jetzt schon wieder hin? Sage mal, haben sich die überhaupt Gedanken gemacht, wo das alles hin soll? Das ist ja fürchterlich. So viele Möbel auf engem Raum. Was soll die Scheiße? So, dann kannst du es einfach nur da hinstellen momentan. Noch ein zwei. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Freund? Wo soll denn das Ganze hin? Ich bin doch hier schon komplett am Ende mit den. Yeah. Okay, dann haben wir dort doch keine schöne Kaminecke, sondern dann müssen wir den Kamin doch hier zum Fenster knallen und können da dann das zweite Regal hinbauen. Ja, gut. Ja. Es geht leider nicht anders. Das. Alter, so viele Möbel auf engem Raum, das kann nicht funktionieren. Das kann auch nicht funktionieren, Freunde. So viel Möbel auf engem Raum. Was soll die Kacke? So, schön in die Mitte rein. Schön in die Mitte reinsetzen, das Ganze. So, dass es hier schön ausleuchtet. Ja, das kann man lassen. So, und Stehlampe Diamant. Eine Stehlampe Diamant.
Einmal hier, würde ich mal sagen, und einmal da. So, und da zwei Stehlampen. So, gut. Dann haben wir das Räumchen auch erledigt. Aber vergesst nicht, wir haben noch 6.000 € zur Verfügung und wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Räume. Ich weiß nicht, inwiefern sich das ausgeht. Gut, 4 Räume. Einer weniger. In dem Raum braucht man Gott sei Dank nichts machen. Was ist hier? Da müssen wir was machen. Genau. Decklampe, Tube entfernen. Gut, da sparen wir wieder ein bisschen Geld. Doppelbett Warmy. Ein Doppelbett. Oh Gott, das ist sowas. Das ist so ein Bett. Uiuiuiui. 400 €. Sag mal, haben sich die Gedanken gemacht, wie viel solche Möbel kosten? Das könnte echt eng werden vom Geld her, ne? Ich sag's nur. Schrank Granemo. Ja, natürlich. Gleich mal einen fetten Schrank auch noch einbauen. Gut, der passt dahin. Der passt da schön ins Eck rein. Dann haben wir den da ins Eck reingeballert. Gut, da hätte er vielleicht auch noch reingepasst, aber weiß ich nicht. Da kommt der Frisiertisch rein. Siehst du, wenn ich das gerade sehe, da kommt der schöne Frisiertisch rein. So, da hat die Frau ja auch noch was. Atomkronleuchter. Was zum Fick? Warum müssen das so teure. Warum müssen das so teure Möbel sein? Nein. Das kostet doch alles viel zu viel, Freunde. Das könnt ihr doch nicht machen. Das kostet viel zu viel. Habt ihr euch damals schon Gedanken gemacht drüber? So, heller Stuhl. Boah, Entschuldigung. Heller Stuhl Aoke. Gut, der passt ja eigentlich. Der ist auch in weiß. So. 5.367,27 € haben wir noch zur Verfügung. Eieiei. Das kann tatsächlich sehr eng werden. So, klassischer Schrank mit Spüle entfernen. Das ist der hier. Wandlampe Lux. Wandlampe Lux. Da haben wir sie. Standardbreite Badewanne. Oh ja, weg damit. Das ist sehr hässlich rosa. Wasserinstallation für die Badewanne entfernen. Zerstöre die Wände. Schön. Ich kann wieder Wände zerstören. Dann wäre ehrlich. Zack. 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 Und nochmal. Zack. Und runter mit dem Gedöns. So. Okay. Und hier auch nochmal. Boing. 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 Zack. 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 Quatsch. Quatsch. Boom. So. Sehr schön. Damit ist die Wand zerstört. Dann müssen wir auch nochmal kurz draufhauen. So. Passt. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Da liegt sonst nichts mehr. So. Streiche mit den Farben Silbereis. Und streiche mit den Farben amarantfarbenes Abenteuer. Amarantfarbenes Abenteuer. Viermal. Viermal. Ich frage mich nur, an welche Wand. Und welche Wand soll das drauf? Amarantfarbenes Abenteuer. Weißt du was? Ich knall das einfach mal da drauf. So. Haben wir hier einfach mal. Ich habe keine Ahnung, warum nur viermal. Das ist mir schleierhaft. So, Silbereis. 40. 40 Mal mit Silbereis streichen. 40 Mal. So, dann fangen wir mal damit an. Nee, Blödsinn. Warte mal. Wir machen das hier. Hier auf die Seite, weil da kommen dann die Wandfliesen drauf. So.
So. Haben wir es hier so. Oh, da so. 1, 2, 3. So. Und jetzt kommen hier nämlich noch die Wandfliesen drauf. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, acht, neun, warte mal, zehn, elf, zwölf. Ah, es geht sich nicht ganz aus. 10, 11, 12. So, warte. Wenn wir da nochmal hier so. Und dann das so noch drauf. So, okay. In Silbereis streichen, fünfmal noch. Hä? Wozu? Achso, da oben. Ja, gut. 39. Nein! Wo denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Warum? Warum denn? Das. Mir leuchtet das nicht ganz ein. So, dann machen wir es so. Dann haben wir hier einfach nur so ein. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber. Es sieht schrecklich aus, ich weiß. Aber ich wüsste nicht, wie ich das da machen soll. Das. Ach, keine Ahnung. So. Dann tun wir das weg. Das weg. Passt. So. Okay. Bodenfliesen legen. Keramikfliesen weiß. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens nicht dieser schäbige. Diese schäbige. Grüne. Okay, das soll anscheinend alles in weiß sein, oder was?